Wir sind wieder zurück bei GTA 5 mit Trevor und ja, ich würde sagen, die erste Mission war doch schon mal richtig lecker und überzeugend und deswegen machen wir auch damit direkt weiter. Im Übrigen für alle, die sich fragen, ja, können wir jetzt eigentlich gerade wechseln? Nein, können wir tatsächlich nicht, denn guckt mal, Michael und Franklin sind nach dem Juwelenraub untergetaucht, wechseln nicht möglich, das heißt, wir sind gezwungen, erstmal eine Weile mit Trevor zu spielen und das ist auch gut so, denn wer möchte jetzt mit jemand anderem spielen, wenn man die Möglichkeit hat, erstmal mit Trevor zu spielen. Die nächste Möglichkeit wäre, dass wir eine Mission von uns selbst annehmen oder wir gucken mal, was für Stranger-Typen wir hier treffen, denn abseits, Alto, Mann, was läufst du schon wieder mir? Jetzt konnte ich endlich mal ausweichen. Was für Stranger-Typen wir in der Stadt getroffen haben, ist schon seltsam, aber wie strange sind die dann erst hier im Outback? Das muss einfach krank werden, deswegen gucken wir uns das sofort an. Da sind zwei Typen. Oder Tussen, keine Ahnung. You're gonna meet him. Typ, that's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, creepy old motherfucker! That's right. I said it. Creepy. Old. Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where were we on, exactly, get up, huh? Get up. Ah. Sorry, man. We're help, sorry. Man. Help! There's a guy with a gun! What? Was? Neutralisiere 25 Hinterwäldler? Was zum Fick ist denn hier los? Okay, das ist jetzt hier der absolute Amoklauf. Rampage à la GTA 5. Okay, also das muss man sich jetzt hier erstmal vor Augen führen. Einfach mal die Hinterwäldler kaputt machen. Ist das krass. Wer kommt auf solche Ideen, bitte? Weißt du, bloß weil da irgendwann hier zwei Arschgeigen sind, will er gleich das ganze Dorf hier, die ganze Gegend ausrotten. What the actual fuck? Wir wissen, wer da oben ist. Irgendwo da oben stört mich einer. Ich glaube, da steige ich jetzt auch einfach mal rauf. Der geht mir nämlich auf den... Au! Noch gut unterwegs, der Trevor. So, von hier können wir keinen erwischen. Oh, da kommt jemand hoch. Sehe ich das richtig? Bam. Bam. Mir geht die... Hallo. Geht die Zeit gleich ein bisschen aus. Das ist das Einzige, worüber ich mir Sorgen mache. Also, du kannst richtig in die Tanks reinschieben. Ich wollte gerade noch sagen, da ist ein Tank, da sprüht schon raus. Vielleicht nicht so klar, wenn ich da daneben stehe. There we go. Alter, ist es krank. Ohne Witz. Schön durchs Auto durchgeschossen. Das gefällt mir auch. So, ich schau mal, dass wir das jetzt ein bisschen besser machen. Oh, der schießt hier wie ein junger Gott. Das gefällt mir ja richtig gut. Eine definitiv sehr, sehr kranke Idee. Schön zwei auf einmal erwischt. Okay, das ist jetzt aber bedeutend einfacher. Auf einmal sind hier richtig viele Leute. Oh, shit, 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 shit. Gleich haben wir es geschafft. Ach so, ich soll noch... Ah, ich muss aber die ganze Zeit überleben, wie das aussieht. Weil die Zeit läuft weiter runter, auch obwohl wir es schon geschafft haben. Oh, direkt hinter mir. Alter, wie viele es sind. Okay, vielleicht sollte ich mich mal kurz verpissen.
Ich muss ja auch überleben, das darf ich nicht vergessen. Oh shit, oh shit, ich muss den hinten killen. Fuck, 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 fuck. Habe ich hier noch Granatwerfer? Ich habe auf jeden Fall Granaten, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jawoll! So haben wir das vorgestellt. Da oben sind die jetzt. Die ganzen Pisser. Das war's. 41 Kills, Leute. Scheiße! 45 wäre das Beste gewesen. Mist! Aber nice! Dubster wurde beschlagnahmt. Na toll. Ist mir aber relativ Wurst. Da steht nämlich schon einfach die nächste Karre und ich glaube, das ist ungefähr dasselbe Auto. Ja, da ist eine neue Dubster. Warum zum Teufel soll ich meinen abholen? Leck mich. Okay, irgendwelche strange Leute getroffen. Und erstmal hier ein bisschen aufgeräumt. Ist das jetzt eigentlich... Weil es gibt viel zu wenig Stranger eigentlich. Gibt es jetzt mehr, nachdem ich Trevor kennengelernt habe? Fremde und Freaks nur 20. Dann war das jetzt der vierte. Dann können wir eigentlich direkt zum fünften fahren. Weil der wäre auch hier nicht allzu weit von hier. Dann ist das heute die Folge der Strangen und Freaks von Trevor. Kann man sich doch mal geben. Aber, ganz wichtig, nein. Rebel Radio, meine lieben Freunde. Hier wird Country gehört. Geil, so ein richtig schönes ATV. Da habe ich auch mal richtig Bock drauf mitzufahren. Da kannst du bestimmt auch geil in der... Was war das? Die Berge entlang fahren. Das ist bestimmt auch sehr geil. Hier bevorzuge ich natürlich dann doch das Auto, damit das hier ein bisschen schneller geht, damit wir überhaupt vorwärts kommen. Und wie cool ist eigentlich sein Tattoo am Hals? Cut here, ne? So ein Symbol, wie als müsste man mit der Schere was durchschneiden. Schön die Kehle durchschneiden. Cut here. Irre cooles Tattoo. Die Idee gefällt mir richtig gut. Und ich glaube auch, das Abendtattoo hat sich gerade richtig in der Zwischensequenz richtig geil gut gemacht, weil es einfach nochmal richtig übel zu diesem düsteren und absolut abgefuckten Trevor passt. Also ich denke mal, diesbezüglich alles gut geworden. So, und jetzt halt gucken wir uns an, was für strange Leute denn hier noch wohnen. Ob das jetzt hier alles nur die absoluten Rampages werden. Ist absolut abgefahren. So, dann sind die nächsten aber richtig schön abgelegen. Oh! Ja, ganz genau, richtig schön abgeschieden. Vielleicht kann ich ja doch... Hier einfach mal, ist doch ein Geländewagen, dann können wir doch einfach mal hier ein bisschen auf dem Gelände fahren. Ach du Scheiße, ist allerdings alles andere als einfach. Oh, letztendlich kann man sich schon anbieten. Da hinten ist es nämlich. Schauen wir doch mal. Mensch, guck mal, das war doch, ich würde sagen, hübsch geparkt, oder? So, und die nächsten absolut kranken Leute. What's going on here? There you are, handsome. New Mud. How have you been? Oh, simply wonderful. And you? About the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our share. Ain't that the truth? Take this poor wretch on the run, desperate, alone. About to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Okay, das ist die Tussi, die wir unter anderem auch aus dem Gameplay-Trailer kennen. Verlasse das Gebiet, ne? Das ist auch mal eine klare Ansage. Genau, mit der Faust. Nicht mit dem Ellenbogen oder sowas. Und ich kurz mal noch das Hemd wenigstens benutze. Scheiß drauf. Trevor kann das. So, verlasse das Gebiet wäre erstmal die Aufgabe. Na, dann machen wir das nochmal. Jetzt wird es langsam mal hell. Jetzt sehen wir dann auch das etwas mit dem Helleren.
Kopfgeldmissionen sind jetzt verfügbar. Kopfgeld, also ich sage ja, Trevor, das passt ja ganz wunderbar. So, wie sieht's aus? E-Mail haben wir keine bekommen. Soll ich sie jetzt anrufen? Hallo? This is Mods of Grape Seed. Please leave a message if you have any information relating to the whereabouts of unaccounted for delinquents. Okay, so wie es aussieht, ist sie gerade nicht erreichbar. Ist das jetzt eine Mission, die wir bekommen haben oder nicht? Nee. Wir haben sie nur kennengelernt und sie wird uns dann im Laufe des Spiels wohl Aufträge geben. Alter, was ist denn das? Das ist wirklich eine Seilbahn? Es gibt eine verdammte Seilbahn? Wie geil ist das denn? Hier haben wir so ein Gelände. Oh, Motorrad-Quadrennen. Ist das geil. Ach, ich glaube, da habe ich sogar glatt richtig Bock drauf. Aber muss dann wohl... Ach du Scheiße, da fährst du schon ein bisschen länger, habe ich das Gefühl. Aber musst du dann mit Motorrad oder Quad kommen, oder wie? Dann hoffe ich mal, dass ich auf dem Weg eins finde. Dann können wir uns eventuell direkt mal an ein Rennen ranmachen, weil eine Mission möchte ich jetzt nicht unbedingt nochmal starten. Zumindest nicht die von Trevor. Das möchte ich dann lieber im nächsten Part machen. Das heißt, halt mir mal die Augen auf. Toll. Ja, they're cute but stupid. Danke dafür. Ja, da kann ich doch auch nichts dafür, wenn die mir dauernd vor die Fresse fahren. Und ich glaube, es wäre clever, wenn wir hier schon ein Motorrad finden oder so. Oder zumindest ein Quad. Ein ATV. Ich glaube, da hinten wird uns dann direkt beim Rennen nicht mehr so viel... Ah, da ist ein ATV. Genau, halt du mal kurz an. Ich bräuchte das mal eben. Dankeschön. Nagasaki Blazer Geländewagen. Ist das geil. Erstmal volle Kanne. Mit einem ATV durch die Pampa rasen. Ist das geil. Sieht das einfach nur abgefahren geil aus. Ich liebe es jetzt schon. Ah, die Action Cam. Ja, hier ist ja niemand in der Gegend. Hey Trevor, ich wundere darüber, dass dieser Gestrauchelte sich beim Steinbruch befindet. Na gut, die E-Mail lesen wir danach. Jetzt halt erst einmal zum ATV-Rennen. Das ist nämlich das, was mich wirklich interessiert. Und, oh, das Ding gibt aber auch ganz schön Gas. Also das ist, kann sich definitiv mit irgendwelchen anderen Autos auch messen. Also muss man schon mal sagen. Oh yeah. Erstmal richtig schön. Aber er hat kein Rad. Au. Au, das war auch irgendwie ein bisschen gefährlich. Kein Radio? Freilich. Okay, merke, ATV nicht mit sehr viel Schwung gegen Steine fahren. Das ist der Tod. Na gut. Oh, da merkst du jetzt mal, wenn du hier draußen erstmal in den ganzen Geländedingern bist, wie krass weit die Wege sind. Und wie groß diese verdammte Welt von GTA doch ist. Alter Verwalter, aber ich liebe es. Kann ich da jetzt nicht einfach kackenfrech hochfahren? Ja, aber na klar, wofür habe ich denn hier ein ATV, Mann? Ah, irgendwann hört es natürlich auf. Aber ich glaube, das könnte eine hübsche Abkürzung sein. Geil! Einfach mal hier den Berg hochrasen. Oh, jetzt wird's aber hart. Okay, aber ich glaube, hier ist doch dann irgendwo Straße. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass ich zu krass runterfalle. Aber das hier sieht doch schon wieder nach Straße aus. Und da haben wir eine Menge Zeit gespart, würde ich sagen. Jetzt sterbe ich bestimmt. Es klappt ja wunderbar. Na, einfach nur einen Weg fahren. Pustekuchen. Dann nehmen wir schon den Berg. Es ist geil. Physik ist auch in Ordnung. Kann ich absolut mitleben. Interessant. Wow. Okay, da kommen auch irgendwelche Verrückten, ne? Interessant ist, dass der Controller grundsätzlich immer vibriert hier auf dieser Sandstrecke. Könnte auf Dauer etwas anstrengend werden. Ja, Wahnsinn, ey.
Geil, geil, geil. So, gleich haben wir es geschafft. Da sind wir dann beim Rennen. Oh, ist das schön. Oh, ist das, oh, wie krass es ist. Ich komme einfach nicht drauf klar, wie groß das ja auch das, was das hier alles sein muss. Geht überhaupt nicht. Da schaut euch mal diese Brücke an, wie geil. Boah, jetzt muss ich glaube mal gucken. Jetzt haben wir bestimmt was ein bisschen auf der Karte entdeckt auch. Ich finde es schade, dass ich nicht noch weiter rauszoomen kann. Das ist mir ehrlich gesagt, ich will eigentlich noch weiter rauszoomen, weil die Karte so verfickt groß ist. Weil das ist das Höchste dann, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Das reicht mir auch völlig. Seht ihr selber, wie lange der Weg jetzt hier gedauert hat. Egal, rennen! Sieht so aus, als würde es hier losgehen. Ah, schaut euch mal an, hier ist auch schon der Treffpunkt. Oh ja, das ATV-Motorrad, der ATV-Motorrad-Treffpunkt. Also man hatte die Wahl zwischen ATV und Motorrad. Und ich würde sagen, ATV ist definitiv gut. Da möchte ich definitiv mitmachen. Und dieses erste Geländerennen seht ihr im nächsten Part von GTA 5.